Hallo, hallo ihr Schnubbis und herzlich willkommen zu einem neuen Equine Passion Video mit Vieh. Ja, erstmal haben wir hier extrem viele neue Nachrichten gehabt, und zwar hier. Was jetzt auch dann gleich die Erklärung folgt, die mir schon die Frage dafür gestellt wurde. Ende August 2003, du kannst wegen wiederholter Untätigkeit als Trainer einen Monat lang keine neuen Problempferde oder Fohlen annehmen. Warum? Und ich meine, wir müssen jetzt dann auch gleich mal bei den Pferden vorbeigucken, weil denen geht's gerade richtig mies. Warum ist das so? Und warum kam die Equine Passion Folge vom Dienstag erst am Mittwoch? Ja, sehr gute Frage. Die Antwort darauf ist, ich war im Krankenhaus. Und zwar, ja, wie soll man sagen, nicht unbedingt so, dass ich es wollte. Ich bin am Sonntagabend von einer Wespe im Stall gestochen worden und das hat mich so umgebeamt. Ich hatte einen anaphylaktischen Schock und war dann jetzt fast 3 Tage im Krankenhaus gelegen deswegen und konnte natürlich deswegen weder Equine Passion spielen noch sonst irgendwas machen. Deswegen, wie gesagt, kam auch die Folge einen Tag später, weil ich erst seit Mittwoch wieder raus bin. Also seit Mittwochmittag bin ich wieder raus aus dem Krankenhaus und ich bin ja schon immer froh, dass ich die Folgen ein bisschen vorher aufnehme. Ich habe es bloß nicht mehr geschafft, sie dann hochzuladen. Ja, aber wie gesagt, mir geht es jetzt wieder gut. Ich bin zwar noch ein bisschen erschöpft, aber es geht mir soweit wieder gut. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir das irgendwie aufarbeiten. Also unser Konto ist auch aufgelöst worden, weil wir nicht genug auf dem Konto haben, um eben hier genug, also um es eben zahlen zu können. Das werden wir jetzt aber gleich wieder ändern. Und werden unser Sparbuch wieder anlegen. So, es tut mir natürlich leid, dass ich jetzt wirklich die letzten Tage eure Fohlen nicht trainiert habe. Ich denke, dass ich auch ein paar von den Fohlen verloren habe. Das werden wir jetzt dann nachher gleich mal gucken. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um unsere Pferde. Und so wie wir das letzte Mal besprochen haben, ich habe hier mich verändert. Es ist... Der komische Typ ist gegangen und der Sebastian ist gekommen. Der sieht dem Jojo auch ein bisschen ähnlich, aber er schaut um einiges freundlicher aus. Also wir fangen jetzt nochmal von vorne an, weil irgendwie der Typ, erstens mal wollte er uns ja eh nicht heiraten und zweitens war er nicht so hübsch. Der war irgendwie total mürrisch und den mürrischen Typen will ich nicht. So, wir hoffen jetzt mal, dass Mushroom und so das einigermaßen überlebt haben. Sie sind natürlich recht schmutzig. Lange Hufe und so weiter. Ach so, jetzt muss Sebastian ja noch den Erste-Hilfe-Kurs abschließen. Das machen wir jetzt gleich mal, dass er die Pferde auch behandeln kann. Das ist schon ganz wichtig, weil hier braucht Mushroom zum Beispiel eine Wurmkur. Ja. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Pferdchen das jetzt so weit überstanden haben und nicht unbedingt zu schlecht dran sind. Aber ich sehe schon, irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Also Mila hat Strahlfäule, das können wir durch Desinfektionsspray behandeln und Mila braucht eine Wurmkur. Wir können aber das Pferd weiterhin bewegen. Das glaube ich jetzt aber nicht, dass es nur darum geht, denn sie lahmt auch und sie hat hohes Fieber und hat noch Nasenfluss. Das heißt, wir müssen doch den Tierarzt rufen. Was hat sie denn sonst noch so? Eine Erkältung, ein Hufgeschwür und eine Lungenentzündung. Na bravo, das hätte uns ja fast alles tödlich enden können. Die Heilungschance beträgt 80%.
Und dauert ungefähr einen Monat. Okay, wir könnten sie jetzt natürlich auch einschläfern lassen für 300, wenn wir sie nicht wieder aufpäppeln lassen wollen. Aber das machen wir natürlich, wir kriegen das hin. Mila, es tut mir sehr leid, aber mir ging es halt auch nicht so gut. Ach, jetzt haben wir sie gegen Influenza. Ja, genau. Influenza können wir ja nicht selber impfen. So, jetzt braucht aber auch noch der Hufschmied, muss jetzt noch kommen. Und jetzt, glaube ich, ist sie soweit wieder in Ordnung. Ich meine, es geht ihr sehr schlecht, ja. Gesundheitszustand nicht unbedingt besonders toll. Erkältung, Hufgeschwür, Lungenentzündung, Strahlfäule. Na, bravo, eigentlich so. Den ganzen Geschenkkorb hat sie gewonnen. Wir können sie natürlich jetzt nicht trainieren, sollten wir auch nicht. Aber was hier wenigstens ist, dem Fohlen geht's gut. Also es ist jetzt nicht so, dass das Pferd, also ich meine, es ist in Equine Passion nicht so, dass das Pferd das Fohlen dann verlieren kann. Das ist doch auch schon mal was. So, Snowbeat, dem geht's erstaunlich gut. Snowbeat, warum bist du völlig in Ordnung? Ach so, tja, oh cool, ich habe ein paar Boxen bekommen, ist ja geil. Ja, die nehme ich, Sofika. Ich bin jetzt erstmal gerade ein bisschen baff. Krass, also dem geht's gut, dem Snowbeat, weil er in Vollpension stand, noch im alten, im Hauptstall. So, aber nachdem ich ja jetzt ein paar Boxen habe, zur Verfügung gestellt. Ui, du hast Feierabend, ja gut, dann machen wir halt mit mir weiter. Werde ich wohl meine Pferdchen umstallen? So, du hast faulige Hufe. Du hast eine Strahlfäule und du brauchst eine Wurmkur. Okay. Ist das eigentlich alles, was du noch brauchst? Haben wir hier noch irgendwelche? Also Mushroom, die müssen noch gegen Influenza geimpft werden. Dann machen wir das doch noch. So, und dann sind sie wieder halbwegs fit. So. Jetzt aber, nachdem wir Sofika ja hier ein paar Boxen freigestellt hat, das ist ja toll, danke. Hätte ich das vorher gewusst, wären sie schon in Vollpension gestanden und sie hätten jetzt, wären jetzt nicht krank. Das wusste ich aber vorher nicht. Ich bin jetzt auch ganz baff und vielen, vielen Dank, Sofika, dafür, für die Boxen. Dankeschön. Das ist ja echt richtig lieb. Auf jeden Fall ist jetzt unsere Millie auch so weit, dass sie im Endeffekt eine eigene Box beziehen kann. Das ist noch eine Veränderung, die wir haben. Dann haben wir ja jetzt ein Chatty. Und dieses Chatty, ich habe mich jetzt auch ein bisschen in Fahren trainiert. Glaube ich zumindest. Oder war das auf meinem privaten Account? Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Doch, ich habe mich in Fahren trainiert. Ich bin noch ein bisschen verwirrt von den Medikamenten. Deswegen ist die Folge vielleicht jetzt ein bisschen verpeilter als sonst. Aber genau, ich habe mich schon in Fahren trainiert. Ein bisschen. So, jetzt gucken wir mal nach den Reitbeteiligungen. Die müssen ja auch noch... Ich will hier rein. Die müssen auch noch gemacht werden. So, der Yasir, ich muss jetzt mal ausprobieren, weil ich wollte den eigentlich die letzte Zeit immer schon wieder ein bisschen trainieren. Aber es steht hier schon wieder, es ist keine Reitanlage für die Disziplin vorhanden. Wahrscheinlich hast du Yasir umgestellt und deswegen kann ich ihn jetzt nicht mehr trainieren. Ich hätte ihn gerne in Springen noch in den Grundlagen vollends austrainiert, aber so geht es leider nicht. Das tut mir sehr leid, aber dann kann ich das nicht mehr. Der süße kleine Jakob. So. Genau, Zuckerschock. Zuckerschock wegen Finn. Teamwork verbessern, weil er in der Zuchtgemeinschaft zur Verfügung stehen wird. Ach so, okay. Ja, dann werden wir doch mal ein bisschen longieren. So. Die kleine Mila. Genau, wir haben jetzt schon eine kleine Mila, die hier auch Namensvetter ist.
So, eine kleine Face haben wir noch. Mit der gehen wir mal ein bisschen spazieren. Dann haben wir noch Erin. Ihr seid ja im Endeffekt schon alle irgendwie austrainiert. Aber wir werden einfach mal mit euch ein bisschen hier longieren und so. Sissy ist trächtig. Genau, und da oben ist der Franz. Der Franz ist immer noch sehr dominant. Der sollte mal langsam ein bisschen auf seine Sissy hören. Weil so geht das ja gar nicht. So, da sind wir jetzt durch. Jetzt, wie gesagt, gehen wir mal zu den Auftragsfohlen. Ach so, stimmt. Ich habe ja jetzt die Jobsperre. Mist. Habe ich jetzt tatsächlich alle Auftragsfohlen verloren dadurch? Wahnsinn. Fuck. Ich habe jetzt alle Auftragsfohlen verloren. Mist. Das macht mich jetzt gerade ein bisschen fertig. Oh, ja, gut. Dann heißt das für mich jetzt im Endeffekt, wir müssen warten bis, keine Ahnung, Sonntag oder so. Einen Monat hat's geheißen. Also, wir haben jetzt heute Donnerstag. Freitag, Samstag, Sonntag, genau. Wir müssen bis Sonntag warten und dann könnt ihr mir gerne die Fohlen wieder reinstellen. Das wäre zumindest richtig, richtig toll von euch. Wie gesagt, es tut mir einfach so total leid, aber irgendwie, ja, ging es nicht anders. Wir haben auch noch eine kleine Ankündigung hier gehabt. Die habe ich jetzt schon mal aufgenommen auf meinem privaten Account, weil ja, ich jetzt nur noch die Ankündigungen auf einem Account bekomme. Ich finde das nicht so prickelnd, aber ich meine, die Community hat alle anderen überstimmt und hat mich auch überstimmt. Ich wollte es nicht. Deswegen lese ich die euch jetzt nochmal kurz vor und dann werden wir hier mal fertig machen. Die Nathalie hat geschrieben, hallo, da leider wieder hartnäckig betrogen wird, werden die Preise von Zuchtgemeinschaften und Internetjobs zukünftig limitiert. Zuchtgemeinschaft Aufnahmegebühr maximal 2000, Zuchtgemeinschaftsmonatsgebühr maximal 500 und Lohn als Bereiter oder Erzieher maximal 50. Ich hoffe, diese Regelung ist im Sinne aller ehrlichen Spieler. Ja. Ich meine, ich hatte ja auch ein paar Fohlen, die mir 100 gebracht haben. Ich fand das natürlich super. Ich war jetzt aber da nicht unbedingt so im Sinne, dass das an Betrügen grenzte. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, warum das für andere sich so rauskristallisiert hat. Weil wenn jetzt zum Beispiel die Freundin immer einem für über 100 diese Fohlen reinstellt, dann kann man natürlich sehr, sehr schnell Geld machen. Ich fand es jetzt bei den 2-3 Fohlen, die ich hatte, nicht so schlimm und ich fand jetzt auch nicht, dass das Betrug war. Aber ich finde es schon gut, dass Nathalie da Augen und Ohren offen hält, um eben diesen Fällen auch nachzugehen. Na, dann wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als hier mal einen Vollzeitjob noch anzunehmen. Doof gelaufen alles. Wie gesagt, das, aber ich meine, jetzt wisst ihr auch, wie das so läuft, wenn man sich mal ein paar Tage nicht um die Pferdchen kümmert. Nämlich genau so läuft es dann. Dass man einiges einfach mal verloren hat. Ja, ich bin geschockt, sage ich euch ganz ehrlich. Ich bin wirklich ein bisschen geschockt. Aber es gibt auch noch eine gute Nachricht. Wo ist es denn? Hier. Ich habe euch ja das letzte Mal gesagt, dass wir bei den Deutschen Ponys mit dabei sind, von Candy. Und da werde ich jetzt natürlich auch mal die erste Zeit bleiben. Da gibt es jetzt auch einen neuen Hengst. Der ist zwar noch nicht gekürt, aber der sieht ganz süß aus, der Kumano. Und irgendwie hatten wir, glaube ich, eine neue Bewerbung, oder? Endless Design. Hallo, ich bin noch recht neu hier und würde sehr gerne mich einer Zuchtgemeinschaft anschließen. Aktuell habe ich mir vorgenommen, Ponys für den Spring- und Dressursport zu ziehen. Für 2004 erwarte ich mein erstes DRP-Fohlen für den Springsport und habe hier bereits hohe Erwartungen, da der Vater des Fohlens
einer der aktuell besten Hengste in diesem Bereich ist. Neben meiner Rapschimmelstute bringe ich auch schon einen tollen Grallo Sabino Hengst mit, welcher seiner Begabung in Dressur hat. Zurzeit zwar noch nicht gekürt, aber wird gemeldet, sobald die Tests und Papiere da sind. Diesen stelle ich dem Team sehr gerne zur Verfügung. Vielleicht wäre in eurem Team für einen Neuling noch Platz. Ja, Candy, wenn ich dir jetzt nicht vorgreife, ich würde Endless Design gerne aufnehmen. Ich finde das eigentlich echt super, was sie da so geschrieben hat, sie oder er, ich weiß es jetzt nicht. Und finde ich super. Und dann schauen wir mal, was sie oder er jetzt an Hengst noch mitbringt. Aber das ist nicht das, was ich euch zeigen wollte. Ich wollte euch zeigen, dass ich wirklich sehr, sehr viel Hilfe von euch auch bekomme, denn es gibt jetzt tatsächlich schon unsere Zuchtgemeinschaft Ponylove. Candy hat die Zuchtgemeinschaft für mich aufgemacht, damit ich doch hier mein Ponylove endlich bekomme. Ja, wir sind inzwischen erstmal nur zwei Mitglieder, weil, ne, Candy und ich. Und Paper ist hier auch mit drin. Also wir haben Mixe, wir haben kleine deutsche Ponys, wir haben Shetland Ponys, deutsche Reitponys und Papiere sind Pflicht. Ich war total überrascht, weil Candy mir das gar nicht gesagt hat, sondern das war eine Überraschung und ich finde es echt schön. Ihr bekommt diesen Zuchtgemeinschaftslink ab sofort in der Videobeschreibung und dann könnt ihr euch gerne hier mal bewerben. Die ID ist übrigens 252. Wie wir das dann machen, dass ich irgendwann mal Leiter werde, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall bin ich jetzt hier auch total überrascht. Also vielen, vielen Dank an Candy und vielen, vielen Dank an Sofika. So ist es wirklich schön, wenn man so eine Community hat. Also jetzt nicht, dass ich immer Hilfe von euch haben will, so meine ich das jetzt nicht, nein. Aber es ist echt schön, so eine Community zu haben, wenn man da so überrascht wird mit so Kleinigkeiten und mit, ja, so tollen Sachen. Ich bin da immer hin und weg und bin jetzt tatsächlich, also wie gesagt, ich bin sehr traurig wegen den Auftragsfohlen, aber diese zwei Überraschungen haben mir dann doch den Tag gerettet. Also nochmal danke, danke, danke dafür und ich werde jetzt auch heute mal Schluss machen und wieder ins Bettchen gehen und mich ein bisschen ausruhen. Ich finde es super schön, mit euch zu spielen und wenn ihr das auch findet, dann lasst mir doch einfach so ein kleines Däumchen da oder wenn ihr das erste Mal hier auf dem Kanal seid und mit mir in Zukunft öfter spielen wollt, dann auch natürlich gerne ein Abo und schaut noch bei einem anderen Video von mir vorbei und dann sehen wir uns hoffentlich auch mal bald wieder. Bis dann, eure Fi. Tschüss.